Servus Leute, was geht? Hier ist Beatvertrag und ich sag's euch, Mann, wieder mal ein schönes Gameplay in Fortnite und zwar direkt zum Thema und dann auch wieder nicht direkt zum Thema. Mr. Beast ist am Start, es war Gerüchten zufolge, war es angekündigt und es ist sogar wahr. Mr. Beast, dieser verrückte Kerl, der geniale Videos macht, also er ist einfach der beste YouTuber, muss man wirklich mal dazu sagen. Er lässt sich niemals lumpen, jede Veranstaltung, jedes Video, das er macht, bombastisch und dann immer mit Preisgeldern, wo du denkst, du wirst wahnsinnig, wo kommt das alles überhaupt her, Mann? Jetzt auch in Fortnite, man hat die Möglichkeit, $1 Million abzuräumen, was ich nicht sein werde, weil ich zu schlecht bin, aber erstmal der Reihe nach, es gibt nämlich sogar einiges zu erzählen, gäbe es zumindest, es gibt jetzt das Weihnachtsfest wieder in Fortnite, diese Lodge, wo es wieder genügend Geschenke gibt, die von Epic hinterhergeworfen werden, Erde geht raus und es gibt so einen kostenlosen Skin, ich weiß allerdings nicht, ob es den wirklich für alle Plattformen gibt, so einen Fluff oder wie er heißt, einfach kostenlos im Itemshop. Also ich habe mir auf jeden Fall schon geholt, für PC ist es offensichtlich möglich, ich weiß nicht, ob es alle können, das, naja, egal, aber andere werden es herausfinden, Mann. Aber zuerst Kommentare von euch, der Dark Knight hat geschrieben, er findet Ronaldo besser als Messi und schreibt vor, Alter, muss das sein, natürlich ist Ronaldo besser. Nein, ist er nicht, Messi ist König, es läuft gerade noch die WM in Katar, auch wenn man über Katar sagen will, was man will, Messi ist in diesem Moment, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme, noch im Turnier und Ronaldo nicht. So, nee, ernsthaft, Messi ist der Beste, Ronaldo ist der Zweitbeste. Okay, und ansonsten ist eine Frage, wie findet ihr die Season und das Live-Event? Das Live-Event war, ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, fand ich nicht so heiß, aber diese Season ist bisher richtig fresh. Vor allem die Grafik, aber es geht natürlich nicht nur um die Grafik, aber trotzdem Unreal Engine 5 haut sowas von rein. Komplett neue Insel, so viele neue Sachen, der Hammer ist OP und nervig und geil gleichzeitig. Neue Waffen, neue Fahrzeuge, das Dirtbike, also das Geländemotorrad. So viel Bock, man kommt eigentlich gar nicht hinterher. Ich habe noch nicht mal die komplette Insel erkunden können in der Zeit. Es ist auch nur eine Woche her. Es ist eindeutig zu viel und dann schmeißen sie jede Woche irgendwas Neues mit rein. Jetzt eben, wie gesagt, Mr. Beast ist am Start und jetzt die Weihnachtswoche und so viel sagen. Man kann immer so unglaublich, so ein Wahnsinn. Was ist mit den Brüdern von Epic? Man hat keine Zeit, sich zu entspannen. Fortnite, die wollen natürlich auch nicht, dass einem langweilig wird. Also ja, fast schon übertrieben im Moment mal. Was ist da los? Naja. German Human hat auch geschrieben, nice Video, Bro. Er ist zwar noch nicht lange aktiv auf dem Kanal, aber die Videos sind immer der Hammer. Wollte einfach mal danke für den geilen Content sagen. Ehrlich gesagt, German Human ist auch schon öfter jetzt dabei, praktisch in jedem wöchentlichen Video mitzuhören, mit einem Kommentar. Ich lese die normalerweise alle vor. Also ehrlich gesagt an dich, German Human. Bisher regelmäßig aktiv, wie Monte sagen, ein aktiver Spritzer am Start. Was ist da los? Und ach so, ich feiere die neue Season mega. Dann sind wir zu zweit, Mann. Man hat immer so ein paar Bedenken vorher, was wird Epic anstellen mit der neuen Season, neue Insel und neues alles, aber sehr finde ich es richtig geil. Ehre geht raus an die Brüder. Ich darf nicht so oft sagen, Ehre geht raus, das macht es irgendwie kaputt, was ich mit mir Brudis. So viel dazu, aber das Thema der Woche lautet natürlich Mr. Beast's extreme Überlebensprüfung und das könnte auch einfach nur so ein billiges Creative Community Abteilung Spiel Event sein, aber nein, wer am großen Event, das am 17. Dezember stattfindet, erster ist, es wird eine Rangliste mit Punkten geben, der bekommt 1 Million US-Dollar. Also die Vorstellung ist echt krank, Mann. Ich weiß gar nicht, wie sie das durchziehen wollen. Der am Ende von dieser Herausforderung, von diesem Event auf Platz 1 ist in der Rangliste, bekommt 1 Million Dollar. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaub's nicht. Doch, ich glaube, es ist Mr. Beast. Der Mann ist krank und der beste YouTuber. Es ist einfach so. Und wer nicht gewinnt, aber dabei ist und in der Top 100.000 bekommt, einen Gleitschirm wenigstens. Also ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, in die Top 100.000 zu kommen. Es sollte aber machbar sein. Und man sieht auch schon im Hintergrund die ganze Zeit ein Gameplay von dieser Überlebensprüfungsmap. Man kann praktisch jetzt schon für den Wahnsinn üben. Es erinnert ein bisschen an Fall Guys, Takeshis Castle, so eine typische Spielshow, wo es darum geht, zu überleben. Man ist am Anfang immer in der Mitte von der riesigen Plattform, wo man den ganzen Hindernissen ausweichen muss und Münzen sammeln, um eben die Punktzahl nach oben zu treiben. Hier ist natürlich blöd, ich spiele es ja allein. Da können bis zu 16 Leute gleichzeitig spielen und dann ist es natürlich ein bisschen interessanter, aber es geht darum, die ganzen Inhalte zu zeigen, die da dran sind. Und wenn man lang genug überlebt, ich glaube, keine Ahnung, sagen wir mal eine Minute ungefähr dauert, sind immer so 5 Phasen in der Mitte auf der Plattform, dann gibt es immer noch so Minispiele. Ein Minispiel, auch bekannt aus Squid Game, rotes Licht, grünes Licht zum Beispiel, oder nach unten fallen, ohne irgendwas zu berühren. Also gibt es genügend Minispiele, die da auf einen zukommen können, oder ein Labyrinth oder sowas. Da kann man jetzt schon mal üben, um dann in der Hoffnung,
wenn es dann soweit ist, am 7. Dezember, ab wann? 17, 18 Uhr, egal, man kann es nachlesen, wenn man Bock hat, wer dann am Ende von diesem Wahnsinn auf Platz 1 ist in der Rangliste, bekommt angeblich $1 Million. Ist krank. Ich will mir keine falschen Hoffnungen für mich selber machen, aber wer einfach nur diese Karte ein bisschen rumspielt, bekommt zum Beispiel ein Wallpaper, ein Spraymotiv und noch mehr. Also man kann auch mitspielen einfach aus Langeweile und bekommt da ein paar Sachen hinterhergeworfen. Aber selbst wenn nicht, was für ein abgehobenes Event, Mann. Ich meine, so ein paar gemütliche Community-Veranstaltungen machen ist eine Sache, aber dann $1 Million reinzuhauen, da würde es mich fast interessieren, wie das hinter den Kulissen aussieht, ob wie viel Geld da Mr. Beast zur Verfügung stellt und wie viel Epic, weil ich meine, Epic, die kriegen sowieso genügend Geld mit Fortnite rein. Also ein heißes Event, Mann. Ich bin gespannt und da werde ich sogar mal mitspielen. Am Samstag ist es soweit. Und dann ist diesmal sogar noch Zeit für einen Witz aus dem Discord, auch vom German Human, aber der ist böse, der ist echt böse, Mann, das ist krank. Ja, pünktlich zu Weihnachten allerdings, naja, wie reagiert ein Armloser, wenn man ihm ein Handy schenkt? Egal, er bekommt das Geschenk eh nicht auf. Alter Schwede, nein, Mann. Darf er das? Weiß ich nicht. Doch, komm, der ist in Ordnung. Da fällt mir ein, demnächst wird, glaube ich, ein Video kommen, wo es auch vorher sogar ein Disclaimer gibt, ob der Witz in Ordnung ist. Naja, egal. Die Videos gehen immer weiter. Alter, 16.000 Abonnenten. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich mit euch, Brüdern, ich ziehe es durch, einfach weil es so viel Bock macht. Ich gebe zu, hin und wieder denke ich mir bei den ganzen Videos selber, was zum Henker mache ich hier eigentlich für einen Wahnsinn. Aber hey, Mann, es macht eindeutig zu viel Bock, den ganzen Wahnsinn zu veranstalten. Und dann, wenn Epic sogar noch eine neue Season raus hat, mit so vielen neuen Sachen zum Erkunden und dann immer wieder neue Sachen, wo du denkst, das kann nicht sein. Der Hulk ist jetzt drin und demnächst am 16. glaube ich, gibt es eine Kollaboration mit My Hero Academia. Deku kommt rein als Skin, glaube ich, und Mr. Beast wird auch als Skin erhältlich sein. Natürlich habe ich vergessen zu erwähnen, aber das hat man, glaube ich, hier schon in den Bildern gesehen, wer ein bisschen die Kanäle verfolgt. Also, alter Schwede, nein, Mann. Glauben Sie es nicht. Ich glaube selber erst, wenn es soweit ist. Ich bin echt gespannt, weil ich werde es leider nicht sein. Wer $1 Million abräumt, einfach nur ein random Gamer irgendwo auf der Welt, der diese Herausforderung, Überlebensprüfung mitmacht, ist am Ende Platz 1, holt sich $1 Million. Das ist mein lieber Mann, wie oft habe ich es jetzt gesagt? Ich habe allerdings auch schon ein paar Kommentare gelesen, dass die Gefahr besteht. Hoffentlich ist es kein Exploiter. So nach dem Motto, vielleicht findet irgendjemand raus, irgendwelche Power-Experten, wie können sie das System exploiten und holen da anstatt, keine Ahnung, vielleicht so eine Standardzahl. Ich glaube, ich habe in den zwei Runden, die ich gespielt habe, insgesamt so um die 100.000 geholt oder sowas. Sagen wir, das ist jetzt mal eine runde Summe. Pro Runde 50.000, wenn man sich, okay, ich habe mich teilweise blöd angestellt, sagen wir, trotzdem 50.000 und dann gibt es plötzlich vielleicht so einen Exploiter, der dann problemlos 1 Million raushaut, dann wäre es natürlich einigermaßen unfair. Ich bin gespannt, wie sie es machen, trotzdem geile Aktion, so viel Geld für eine Herausforderung von und mit Mr. Beast, Mann, da machst du nix. Weiter geht's immer, Best Team, B-Team for Life, Shalom, ich bin gespannt, ich bin dabei, ich hoffe ihr auch. Genau, haut da auf den Tisch und haut da rein.